Hallo, ich bin's mal wieder, euer Joshua von Bipart Gaming und ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Make Coins in FIFA 14 Ultimate Team. Ja, heute geht es darum, dass ich euch einen kleinen Trick näher bringe, aber auch eine Empfehlung ausspreche, denn es ist soweit, am Samstag steht das offizielle, ja, Release, sag ich mal, in Anführungszeichen an für FIFA 14 und zwar für die Season-Ticket-Besitzer. Die können nämlich schon am Samstag FIFA 14 spielen. Und was macht man dann natürlich, wenn man das erste Mal in FIFA 14 reinkommt, ohne sich irgendwas gekauft zu haben an Teams oder sowas? Richtig, man kauft sich ein Team. Und die Leute, die sich ein Season-Ticket holen, die haben das Geld ja so ein bisschen, sag ich mal, in der Tasche, holen sich auch gleich nochmal FIFA-Points dazu, ziehen ein paar Packs, bis sie 200.000 Münzen oder sowas haben und dann kann die Party losgehen. Dann wird angefangen, die besten Spieler zu kaufen, denn man hat ja das Geld und man will einfach nur das Beste haben. Und das ist natürlich ein Fall, der kommt den Leuten, die sich was ertradet haben und die ihr Geld angelegt haben, sehr zugute, ja? Zum Start von FIFA 14 werden sich viele Beast-Teams kaufen wollen, Beast-Spieler, die besten Spieler des Spiels haben wollen und da lassen sie sich das auch mal was kosten. Deswegen meine Empfehlung, investiert jetzt in gut geratete und Spieler, die sehr gehypt werden und die sehr steigen werden. Und ich habe mal ein kleines Beispiel für euch. Ich gehe hier mal kurz auf die Transferliste von mir. Ich habe nämlich auch schon investiert, deswegen habe ich auch gerade nur 8.800 Münzen. Zum einen habe ich hier einen Edinson Cavani für 25.750 Münzen gekauft. Jetzt werden sich einige sagen, boah, 25.750 Münzen, das ist aber eine Stange Geld. Ja, ist es, aber man sieht das immer noch aus der Sicht von Beginner von FIFA 14, sage ich mal, ja. Irgendwann wird Cavani, ich hoffe mal, so vielleicht 3 Tage nach offiziellem Release, wird Cavani so bei 50.000 stehen. Er ist ein 87er gerateter Spieler und hat sehr, sehr gute Werte. Spielt zudem noch bei Paris Saint-Germain, ist recht beliebt. Wird auch gerade im echten Leben gehypt, weil er ja auch trifft wie am Fließband. Und von daher wird der Spieler ordentlich steigen. Und ich hoffe mal, das werden mindestens 50.000 sein, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn man sich das mal anguckt, so Anfangszeit, als man angefangen hat, FIFA 14 zu spielen, wie hoch da die Preise waren, ja. Das ist ja echt unglaublich, deswegen investiert jetzt. Dann habe ich noch einen zweiten Spieler eben gerade geholt, das ist Karim Benzema für 21.250. Übrigens, bei Cavani war es so, dass sein billigster Sofortkauf dann noch bei 33.000 lag. Von dem her könnte ich ihn auch theoretisch jetzt verkaufen, würde ordentlich Gewinn machen. Aber ich warte noch ein bisschen. Und bei Benzema war es das gleiche. Da ist der billigste Sofortkauf bei 25.000. Ich habe ihn für 21.25 bekommen. Und Benzema wird auch sehr dolle steigen. Und warum? Nämlich, es gibt in der Liga BVA nur 2 Stürmer bzw. Mittelstürmer, die vor ihm sind. Das ist zum einen Messi, den kann sich zu Anfang fast niemand leisten. Und zum anderen ist Gareth Bale, der auch total overpriced noch ist. Der liegt, glaube ich, gerade bei 1 Million circa auf der Xbox. Und von dem her ist Benzema nach den beiden der beste Stürmer, der beste Offensivspieler in der Zentrale in der Liga BVA. Und wird dementsprechend auch sehr angestrebt, denn Leute, die sich ein Liga BVA-Team machen, die wollen natürlich den besten Stürmer von drin haben und müssen sich dementsprechend Karim Benzema holen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er steigen wird. Ich hoffe mal, er wird ja auch so ungefähr um das Doppelte steigen, wenn man richtig abwartet. Jetzt natürlich die Frage von euch wahrscheinlich, ja Sandmann, jetzt investierst du, aber du kannst doch gar nicht mehr traden. Ich werde mich natürlich in der Zeit mit meinen 8.800 Münzen da wieder ein bisschen weiter hocharbeiten, ein paar andere Taktiken anwenden. Die eine habe ich ja euch schon präsentiert im letzten How to Make Coins. Schaut da einfach mal rein. Das ist auch für Leute, die weniger als 20.000 Münzen oder mehr haben. Aber es geht natürlich noch darum, euch weitere Empfehlungen auszusprechen. Eine weitere Empfehlung ist zum Beispiel Wayne Rooney. Der steht auf der Xbox momentan für 40.000 gerade ungefähr was drauf. Ja, so pipapo, der hat ja ein gutes Spiel gemacht in der Champions League. Von dem her kann die Preisschwankung ein bisschen da sein. Aber man muss sagen, 40.000 Rooney. Und wenn man mal überlegt, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert, Rooney hatte auch mal zu einer Zeit 120.000 Münzen in FIFA 13 gekostet. Da habe ich ihn mir sogar, glaube ich, noch gegönnt. Das war sogar, glaube ich, noch 140.000 Münzen habe ich ihn für ihn bezahlt. Also das war auf jeden Fall eine Stange Geld. Rooney wird sehr dolle steigen. Dann Arjen Robben.
Momentan Xbox, Höchstpreis 200, Tiefstpreis 250.000 Münzen. Wenn man sich das mal anguckt, auf der Xbox FIFA 13 kostet der ca. 200.000 bis 210.000, ja. Das ist fast genauso viel. Nur momentan kann sich Robben fast keiner leisten. Wenn einer die Coins von euch hat, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, holt ihn euch für diese 250.000. Der wird bestimmt nach Release auf 500 oder 600.000 sein. Das ist nämlich einer der Top-Spieler und auch einer der höchsten gerateten im ganzen Spiel. Ja, das war es eigentlich von mir, von den Vorschlägen. Dann will ich euch natürlich aber noch eine kleine Taktik zeigen, wie ihr auch ein paar highly rated gute Spieler ersteigern könnt für wenig Geld. Dazu macht ihr folgendes: Ihr gebt einfach bei einem Maximalpreis 150 rein. Das heißt, ihr habt schon mal die Garantie, dass ihr einen Spieler für 150 Startpreis bekommt. Und das heißt, der wird wahrscheinlich unter Wert weggehen, weil dann nämlich nur geboten wird. Dann macht ihr einen mindestens Sofortkaufpreis von 200 und dann geht ihr einfach mal auf Suchen, ja. Manchmal, ja, jetzt mein Internet natürlich ziemlich langsam, so. Das Schlaue ist natürlich auch, man muss natürlich Gold einstellen, sonst funktioniert die ganze Taktik nicht. Hier muss man natürlich öfters mal klicken und muss natürlich auch schnell sein. Denn ist hier, seht ihr es zum Beispiel, dann steht hier bei 59 Minuten 55 Sekunden, seht ihr das ziemlich schnell dann. Wenn hier ein seltener Goldspieler drauf ist, dann packt ihn einfach auf die Beobachtungsliste und guckt einfach mal, was er wert ist, und dann könnt ihr später auf ihn bieten. Wenn ihr Glück habt, wisst ihr ungefähr den Preis sogar noch im Kopf, und wenn ihr dann Benzema auf einmal für 15k drin steht, sofort kauft, dann könnt ihr natürlich gleich als erstes sofort kaufen. Hier habe ich auch schon mal ein paar Schnäppchen gemacht. Ich glaube, ich habe hier mal Lukas für 5.000 bekommen und habe ihn dann für 9.000 verkauft. Also sehr rentabel. Solche Spieler bringen natürlich jetzt nicht so viel ein. Aber manchmal hat man auch Glück. Hier steht dann zum Beispiel dann ein goldener Non-Rare für 250 drin. Könnt ihr sofort kaufen und abstoßen. Habt ihr immer noch Gewinn gemacht. Und das muss man halt eine längere Zeit machen. Schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, ja, Sandmann, das wird nichts, weil ihr gerade vielleicht 5 Minuten die Taktik gemacht habt. Nein, um meinen Lukas zum Beispiel zu bekommen, habe ich das auch ca. eine Viertelstunde gemacht. Ich habe natürlich immer so kleine Päuschen gemacht. Ich habe nicht eine Viertelstunde am Stück hier suchen und okay und A und O gemacht, sondern ich habe natürlich auch kleinere Pausen eingelegt. Aber es kommt natürlich am Ende immer auf Glück an. Ich hoffe, der Trick und diese Empfehlung hat euch weitergeholfen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr schon investiert habt und was ihr so für Schnäppchen gerissen habt, ja? Gerne auch immer Fotos auf unsere Bipart Gaming Facebook-Seite, die in der Beschreibung ist. Dort könnt ihr an unsere Pinnwand eure Schnäppchen, euren Tauschertrag posten. Das ist immer sehr schön zu sehen. Bis dann, euer Sascha. Aber genug vom Vorgelabere. Wir wollen jetzt auch mal richtig loslegen. Und wir beginnen einfach mal hier im Tor. Family League habe ich schon eingestellt.